Hi, Leute. Wie läuft es so? Alles Roger, Jungs? Oh, ich verstehe. Ihr wollt meine Hupe hören. Stark, was? Ja, ja, alles klar. Ich weiß es, ich bin dick. Ein fetter Kerl, weil ich zu gerne esse. Ich mag euch. Und jetzt dreht euch um. Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Ich soll ein Arschloch sein, ich? Ihr seid Arschlöcher, damit ihr es wisst. Ja, ja, da guckt ihr blöd nicht. Ihr wollt mich fertig machen? Haut mir ab, ihr Feiglinge. Ja, da fällt euch nichts zu ein, ihr Rotzlöffel. Wow. So was habe ich mal geträumt, aber du warst nackt und das Brot war Shania Twain. Und wann werden deine St. Gregory Caspadores hier eintrudeln? Commodores, und gegen 5 soll es anfangen. Moment mal, bloß ein Stück Käse und eine Scheibe Pastrami, das reicht das nicht. Das muss aber reichen. Carrie, das reicht nie, da muss mehr Fleisch drauf. Das ist meine Sache, Doug. Hör jetzt bitte auf, das Sandwich zu umkreisen. Das ist keine Teeparty, das sind verfressene alte Footballspieler. Die brauchen ordentlich Fleisch. Das weiß ich. Ich habe einfach zu wenig gekauft. Nicht doch. Schatz, es ist wirklich ganz schön schwer, 2 Meter Baguette richtig einzuschätzen. Die werden schon satt. Ich packe viele Tomaten und Salat drauf, das füllt optisch. Und wenn das nicht hilft, packe ich ein paar Schinkenchips dazwischen. Dann denken Sie, Sie essen Fleisch. Und jetzt weg von meinem Kunstwerk. Ich arbeite lieber allein. Schon gut, tut mir leid. Ich bin nur aufgeregt. Wie lange habe ich die Jungs nicht mehr gesehen? Hm? Das müssen 15 Jahre sein. Ich kann das verstehen. Das letzte Mal war 85. Da wurden wir Stadtchampignons. Ich weiß, das erzählst du mir immer nach dem 6. Bier. Hey, willst du deinen Mann mal hübsch und nackt sehen? Ja. Komm her und staune. Hm? Das ist nicht von schlechten Eltern. Ja, zu der Zeit habe ich mit Gewichten trainiert. Nein, ich meine den. Wer ist das? Das ist Derek Brodnick, ein toller Running Back. Kommt er heute Abend auch? Ja. Der Spieler hat uns die Meisterschaft geholt. Wo bist du? Ich müsste dastehen. Ah. Ich habe geblockt, so dass Brodnecks freie Bahn hatte. Aha. Und der kommt heute Abend Hörst auch. Hörst du jetzt das auch? Das war nur ein Scherz. Nachher kommt auch ein Reporter vom Alumni Magazine. Er macht eine große Story über das Spiel. Ein Spiel, das ich praktisch gewonnen habe. Habe ich das schon erzählt? Ja, ich glaube einmal ganz kurz, ja. Oh. Buster, der sitzt inzwischen im Rollstuhl. Wer? Tom Busterman, unser rechter Tackle. Er hatte vor ein paar Jahren einen Unfall beim Klifftauchen. Oh. Hör mal, wenn er hier erscheint, starr ihn nicht so an. Schade, eigentlich wollte ich so machen. Also, vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Freunde, ich bin da. Oh Mann, er kommt auch noch dazu? Ich danke dir. Nein, Schatz, ich habe nur zu wenig zu essen gekauft, also iss nichts. Ich werde nur so lange bleiben, bis ich Ihnen gesagt habe, dass Sie Mistkerle sind. Hm? Perfekt. Ich bitte dich, Spence, inzwischen ist doch eine Ewigkeit vergangen. Ich weiß, ich war nur der Ausrüstungswart, aber ich habe auch Anspruch auf etwas Respekt. Alle mochten dich damals. Dann haben Sie mich also aus Liebe kopfüber ohne Hosen an der Torstange aufgehängt? Ja, ich gebe zu, da haben Sie ganz schön Mist gebaut. Sie? Soweit ich mich erinnere, warst du auch da. Ja, weil ich verhindern wollte, dass die Sache eskaliert. Und dich beschützen wollte. Gratuliere, eine sehr gute Arbeit. Hey! Daggy. Commodores! Komm in meine Arme, alter Knabe. Das ist, wenn sie lang genug sind. Wie geht's, Brodnecks? Was ist das denn? Kellner Sedenio, habt ihr heute Freigang? Du fängst gleich wieder richtig an, nicht? Schön, dich zu sehen, Mann. Wie geht's dir, Billy? Hi, alles klar. Hi, danke, prima. Hey, eine nette Bude hast du hier. Ja, in 28 Jahren gehört sie mir. Schatz, darf ich vorstellen, das ist Billy, das ist Michael und das ist Derek, mit dem du gern ins Bett möchtest. Halt den Rand, Liebling, du wirst mir alles verderben. Hi, Jungs, schön, euch kennenzulernen. Hi, danke. Ist hier das Treffen der 85er Pfeifen? Hallo, Trainer! Wie läuft's denn so, Mann? Wie geht's dir, Brodnecks? Gut, immer noch der Längste, hä? Herr Fannen, komm her! Ja, klar. Hi, na, wie geht's dir? Coach, das ist meine Frau Carrie. Oh, hallo. Hallo. So, meine Damen, helft mir das Bier reinholen. Für uns zwei. Hallo, okay. Roberto. Gut siehst du aus. Hallo, Bob. Hallo, Coach. Ist ja prima, dass Sie kommen.
Meins ist weg. Guck mal, kennst du den noch? Na klar. Hallo. Hey, wie geht's dir, Alter? Fabelhaft, danke. Hört zu. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken in den letzten 15 Jahren. Oh, und geht es um all die Gemeinheiten gegen dich? Lass mich dir etwas sagen, hä? Wir waren Schweinehunde. Ja, Mann, wir haben uns wirklich unmöglich verhalten. Ja, ich glaube, irgendwie haben wir uns selbst nicht geliebt und das haben wir in dir ausgelassen. Auf jeden Fall tut es uns wahnsinnig leid. Danke. Hey, soll hier die Party steigen? Hey, ist das nicht der alte Busterman? Ja. Hallo, Buster. Entschuldige, dass ich hier reinkomme, aber die Vordertreppe wirkte etwas einschüchternd. Kein Problem. Ja. Ja, sowas. Für 15 Jahre. Ja, 15. Alles Paletti? Im Prinzip ja. Nur auf das hier könnte ich gut verzichten. Oh ja, tatsächlich. Ich habe gar nicht bemerkt, dass du... wie läuft's bei dir? Mir geht's gut, Mann. Ja klar, wieso auch nicht? Es gibt bestimmt viele andere tolle Sachen, die du... Es tut mir leid, entschuldige. Schon gut. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber wieder laufen. Ja, das verstehe ich. Ich selbst sollte auch wieder mehr laufen. Ich... entschuldige. Na gut. Okay, Power Memorial hat jetzt also den Ball. Ihr seid 17-23 im Rückstand, 2 Minuten vor Spielende. Was habt ihr da empfunden? Ha, ich hab gedacht, verdammt, meine Jungs können das Spiel noch locker gewinnen. Also ich weiß noch, wie sie fluchend Pepsi-Dosen geworfen haben. Der nächste Spielzug war dann ein Blitz. Ja, wir haben Druck gemacht. Ich den Quarterback in die Mangel genommen und Mr. Cedinho hier hat sich den Fumble geschnappt. Du bist der Mann, ja. Du bist gut, Mann. Ja. Dann kommt ein doppelter Reverse. Broadnecks übernimmt, dreht in die Ecke, da kommt Matuka auf ihn zu. Ihr bester Tackle. Der Typ war ein Riese. Ich dachte, wenn niemand diesen Samoaner zu Boden kriegt, dann ist die Saison im Arsch. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts... Wie aus dem Nichts! ...kommt einer und wirft ihn zu Boden. Ja, zu Boden. Hey, wer war das noch gleich? Busterman, richtig? Ja, Buster hat geblockt. Gut gemacht, Buster. Und nachdem Matuka aus dem Weg war, stand zwischen uns und dem Titel nur noch grünes, saftiges Gras. Ja, genau so war es. Ja. Sag euch, dass Broadnex über die Torlinie rannte, hätte ich ihm am liebsten einen dicken, nassen, saftigen Kuss gegeben. Irgendwie ist mir so, als hätte ich's auch getan. Hey, Schatz, ich musste noch etwas Mortadella dazu tun, die ich weit, weit hinten im Kühlschrank gefunden habe. Also halte dich von diesem Ende des Brotes lieber fern. Coach sagt, Busterman habe geblockt. Ich weiß nicht, was du meinst. Meinen Superblock. Irgendwie scheint er zu glauben, es war Buster und der Kerl vom Alumni Magazine hat das aufgeschrieben. Und was hat Busterman gesagt? Nichts! Er hat nur da gesessen. Du weißt, was ich meine. Und wieso hast du dich nicht gewehrt? Was hätte ich ihm sagen sollen, dass ich den Block gemacht habe und nicht der Junge, der nie wieder gehen kann? Okay, Schatz, dann ist es vorbei. Du kannst nichts mehr ändern, also vergiss es. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Das war der beste Moment meiner Jugend. So was erlebe ich nie mehr wieder. Weil ich inzwischen viel lieber vor der Glotze hocke. Schatz, ich kann gut nachvollziehen, wie du dich jetzt fühlst, aber sieh es doch mal aus Toms Perspektive. Du hast etwas wahnsinnig Kostbares, das er endgültig verloren hat. Vielleicht machst du sein Dasein ein klein wenig erträglicher, wenn du ihm diesen Augenblick schenkst. Ich hab geblockt. Dann sieh zu, wie du es ihnen erklärst. Ich sollte es sagen. Die Behinderten verlangen doch dauernd, dass man sie nicht anders behandelt. Wenn du es so siehst... Faktisch wäre es also ein größerer Schlag, wenn ich es ihm nicht sagen würde. Na gut, wenn du es krampfhaft positiv sehen willst, meinetwegen. Weißt du was? Ich tu's. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich mache das sofort erledigen. Was? Was ist los? Ich muss zur Toilette, die ist bestimmt oben, ne? Ja. Danke. Ist jetzt unpassend. Oh Mann. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr meine Sachen versteckt habt, als ich gerade geduscht habe? Ja, einmal haben wir dich in den Mädchenwaschraum gesperrt und die Tür verbarrikadiert. Ja, und ich war fest davon überzeugt, ich sterbe. Oh Mann, Kinder können sowas von grausam sein. Ja, so ein Mist würden wir heute bestimmt nicht mehr machen. Glaubt mir, Jungs, das würde euch auch nicht gelingen. Ist es
nicht toll, dass ich die ganze Gang heute hier wiedersehen kann, hä? Toll, nicht? Hey, Spence, ob es uns nun gelingt oder nicht, tun könnten wir es immer noch. Was tut es zur Sache, ob ihr es könntet oder nicht, jetzt, wo wir alle Freunde sind? Ihr schafft es nicht. Also, ich denke schon. Au contraire, mon frère. Jetzt fängt er wieder mit diesem Französisch an. Hey. Hey, ich brauche nur ein Wasserglas. Brauchst du? Soll ich im... Ich meine, wenn du willst, ich helfe dir gern. Nein, ich schaff das schon. Und schwupps, siehst wow, du? Gut gemacht. Danke. Du solltest im Zirkus auftreten. Das ist doch gar nichts. Du solltest mich duschen sehen. Sag einfach nur wann. War nur ein Scherz. Ah, ich sehe, du nimmst Tabletten. Ja, Prednison. Ein entzündungshemmendes Steroid. Damit blockiere ich die Schmerzen in dem Teil der Wirbelsäule, in dem ich noch etwas fühle. Ich verstehe. Stichwort blockieren. Der Block, der Broadnecks damals gerettet hat, war Sahne, hm? Ja. Der war super Sahne. Ich weiß das noch wie heute. Tja, ich ehrlich gesagt nicht. Du hast es vergessen. Ja, seit dem Unfall ist, ich meine, ich war 12 Tage bewusstlos und mein Gedächtnis ist jetzt ein bisschen abgedreht. Echt? Ja, ich weiß zum Beispiel Sachen aus der Zeit, als ich 6 war, aber andere Sachen wie dieses Spiel, wie weggeblasen. Ist seltsam. Ja, aber irgendwie ist es schön, dann was zu erfahren. Ich bin ein Held und weiß nichts davon. Ja. Ich hab den Block gemacht! Ja, das ist toll. Ja! Mir geht gerade was Irres durch den Kopf. Wenn sich eine Person nicht mehr erinnern kann, was sie getan hat, kann sie im Endeffekt dann wirklich sicher sein, dass sie es getan hat? Hm? Ich kann dir nicht folgen, Doc. Es ist wie diese eine Geschichte, wenn im Wald ein Baum gefällt wurde, der Baum aber vom Fällen nichts mehr weiß. Ihm dann ein anderer erzählt, dass er gefällt wurde, ist er dann wirklich gefällt worden? Tja, das weiß ich auch nicht, aber vielen Dank für das Wasser. Oh, 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 oh. So ganz sind wir mit dieser Sache noch nicht durch. Ich meine, mit seinem Block ein Spiel zu entscheiden. Ich finde, an sowas muss man sich erinnern. Was willst du damit sagen? Was ich sagen will, ist letzter Spielzug. Es kommen 240 Pfund wütender Samoaner auf dich zu. Du schmeißt ihn zack zu Boden und gewinnst das Spiel. Das kann einer nicht vergessen. Ehrlich gesagt... Jetzt, wo du so darüber redest, habe ich plötzlich irgendwie vor Augen, dass ich Matoka blocke. Ja, wirklich. Es ist so wie... Pow! Boom! Yeah! Das ist super, Doug. Danke, Mann. Boom! Gern geschehen. Lange her, dass wir zusammen Bier holen gefahren sind, hä? Ja, und diesmal bin ich nicht aufs Dach geschnallt. Das ist, wie du gesagt hast. Du bist ein völlig neuer Spence. Mit dem legt man sich nicht an. Aha. Jungs, es tut mir leid wegen vorhin. Ich meine, dass ich euch auf Französisch angemacht habe. Ich weiß, wie Worte verletzen können. Vergiss es. Oh, oh, da vorne rechts kommt ein Geschäft. Aha. Die haben doch bestimmt Bier da. Ja, aber wir wollen das, was wir in der Highschool hatten. Genau, Old John's Lager. Dieses Zeug war heftig. Ah. Ja, wo es reinkam, kam es wieder raus. Ich schätze, sowas Spezielles führt so ein kleiner Laden gar nicht. Oh, ja, klar. Aber der da, wie wär's denn damit? Wenn es nicht haben. Da hieß eben einer Toms Bier- und Weinhandel. Zu spät, ja. Jungs, wieso fahren wir auf die Autobahn? Doug? Was ist? Wo steckst du? Auf dem Dachboden. Was tust du denn da oben? Ich suche das Video, das meine Mom von dem Spiel aufgenommen hat. Schau da mal rein. Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das ist gefährlich. Entschuldigung. Guck mal nach. Weihnachtsschmuck. Alles zerdeppert. Du meine Güte, Douglas, flippst du jetzt wegen dieser bescheuerten Blockerei völlig aus? Ich flippe nicht aus. Au, verdammt. Hier, fahr damit oder schmeiß sie weg.
Doug, deine Freunde sitzen im Wohnzimmer und fragen sich, wo du wohl steckst. Du kannst entweder suchen helfen oder die Zwischendecke entlasten. Gut, dann verschwinde ich. Bubus Spiel des Lebens. Könnte es das vielleicht sein? Ja, das ist es. Klasse. Aha. Morgen früh brauche ich kleine Tetanusspritze. Cool, dass du das ausgegraben hast. Nein, ich bin zufällig drüber gestolpert und dachte mir, wenn wir schon über das Spiel sprechen, können wir es uns auch ruhig noch mal ansehen. Wo ist Benz? Keine Ahnung. Ist wohl abgehauen. Psst. Jetzt kommt der Moment. Die Sekunden, wo wir am Meister Schatz, machst du das Licht aus? Jetzt müssen Sie unbedingt mal hinsehen. Passen Sie auf! Wow, seht euch an, wie der Junge läuft. Wie ein bildschöner, schwarzer Jaguar. Oh Mann, Machuca läuft direkt auf dich zu. Und gleich fliegt er aufs Maul. No! Das ist ja ein Ding. Das war überhaupt nicht Busterman, der da geblockt hat. Das war ich, der gute alte Duck. Ja. Unsinn, Herr Fernandes, das war Buster. Ach, wirklich? Dann spulen wir es nochmal zurück. Gut, dass wir es auf Band haben. Okay, da kommt Broadnax, da kommt Machuca und da kommt meine Nummer. Deine 57. Ich war Nummer 61. Ich war 61. Es müsste 61 sein. Also, Heffernan, reiß dich zusammen, ja? Nein, ich habe geblockt. Es war nicht Buster. Ich habe geblockt. Schreiben Sie das auf. Aufschreiben! Okay. Wie wär's mit einer Entspannungspause, hm? Wer typisch will, hebt die Hand. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, dass ich's gewesen bin. Komm mit, Schatz, hilf mir bitte beim Sandwich in der Küche. Komm schon, komm schon. Ich hoffe doch, ihr habt alle einen riesen Hunger. Gott, war das peinlich. Ich kapier das nicht. Was zur Hölle läuft hier eigentlich? Weißt du, Schatz, das Spiel war schon vor ziemlich vielen Jahren. Ja, und? Und manchmal spielt einem das Gedächtnis einen Streich. Weißt du nicht mehr, wie wir das eine Mal im Einkaufszentrum waren und ich völlig vergessen habe, wo das Auto war? 2G oder 5F, vergessen. Du glaubst mir nicht, dass ich geblockt habe. Ich glaube, dass du ein wundervoller und lieber Mensch bist und ich dich lieben werde, was immer auch passiert. Oh, bitte. Jetzt komm, hol die Teller für die Sandwiches. Bestimmt wird die Party ein Mega-Erfolg, wenn du jetzt sofort damit aufhörst. Irgendetwas stimmt nicht. Was ist da schiefgelaufen? Es muss das Video sein. Irgendeinen hat's gestohlen, gefälscht und zurück auf den Boden gebracht. Wer? Busterman. Er hat als einziger davon profitiert. Gut, verfolge das. Ich verschwinde. Sie können es nicht lassen. Hä? Sie sind mit mir Bier holen gefahren, haben mich reingeschickt und sind lachend weggefahren. Und das Schreckliche ist, ich bin mitgefahren, weil ich Ihnen vertraut habe, weil ich Ihr Freund sein wollte. Oh Gott, ich bin nichts weiter als ein lächerlicher, naiver Schwachkopf. Du hast mich blocken gesehen. Was? Mein Block in dem großen Spiel weißt du nicht mehr. Als du den Typ langgelegt hast, ja. Siehst du, ich wusste es doch, ich bin's gewesen. Wer sagt was anderes? Der Trainer, das Team, alle. Und auf dem Video ist Nummer 57 zu sehen. Das war Busterman. Ja, völlig klar. Klar? Was meinst du mit klar? Du weißt doch, was passiert ist. Nein. 2 Stunden vor Spielanfang haben mich diese Sadisten in den Schrank vom Hausmeister geschlossen. Nackt. Sie standen auf nackt. Und als man mich wieder rausgeholt hatte, war ich so fertig, dass ich eure Trikots vertauscht habe. Weißt du nicht mehr? Du meine Güte, stimmt ja. Das musst du ihm sagen. Nein, komm, los. Ich will das Pack niemals mehr. Los, komm. Naja, und auch was seine Arbeit angeht, steht da ganz furchtbar unter Druck. Hey, alle mal herhören. Ja, unser Spence hat hier etwas zu sagen. Spence? Ihr miesen Dreckskerle. 4 Jahre lang habt ihr mich schikaniert, gequält und gedemütigt, so oft es möglich war. Aber ich will euch eins sagen. Nur weil ein kleiner junger Mann unsportlich ist und keine Haare hat, hat keiner von euch das Recht, sein Leben zu verpfuschen. Fahrt zur Hölle, ihr alle miteinander. Hat Duck damals geblockt. Nicht, dass es wichtig wäre. Ich heiße Duck Heffernan. H-E-F-F-E. Schiebst du mal den Senf rüber?